Was hier beeindruckend in Rottweil international in Szene gesetzt wird, hört auf den eher unscheinbaren Namen Multi. Und könnte gleichzeitig unsere Fortbewegung revolutionieren. Denn geht es nach ThyssenKrupp, bewegen sich Aufzüge in Zukunft nicht mehr nur nach oben und unten, sondern auch horizontal. Man muss den Multi einordnen in eine 160-jährige Geschichte der Aufzugstechnologie, die auf Seilen basiert. Vor 100 Jahren gab es bereits die Idee, man müsste unbedingt ein zyklisches System schaffen, um mehrere Kabinen in einem Zyklus fahren zu können, so wie man es vom Paternoster kannte. Und genau das haben wir jetzt 160 Jahre nach der Erfindung des Aufzugs heute wieder geschafft, hier in Rottweil am Testturm. Das heißt, kein Seil mehr, das die Höhen beschränkt. Der Aufzug wird wieder transrapid angetrieben durch wandernde Magnetfelder. Mehrere Kabinen in einem Schacht, eine Menge Platzersparnis, schnellerer Transport. Das eröffnet auch für Architekten völlig neue Perspektiven. Also die Auswirkungen auf Gebäude und den Städtebau sind enorm. Wir sind selber sehr überrascht, welche Ideen Architekten, Gebäudeplaner jetzt auf uns zubringen und sagen, könnten wir nicht auch das oder jenes? Und tatsächlich dieser horizontale Transport bringt ganz neue Möglichkeiten, auch Gebäude untereinander zu verbinden. Noch bewegen sich die aus Gewichtsgründen aus Kohlefaser gebauten Kabinen ohne Fahrgäste mit rund 5 Meter pro Sekunde nur hier im Rottweiler Testturm. Aber von jetzt an wird hier am Neckartal weitergeforscht. Bis Ende des Jahrzehnts soll der Multi für den Einsatz in den höchsten Gebäuden der Welt zertifiziert sein. Einen ersten Kunden hat man auch schon. Im Berliner Projekt Eastside Tower soll die Aufzugsrevolution schon zum Einsatz kommen.